Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich in meiner Technik-Ecke. Heute habe ich hier das Samsung Galaxy Tab S7 für euch. Ein Tablet, ja, das zu vergleichen ist vielleicht mit so einem iPad Air. Also auf einer Stufe um die 500 Euro, je nachdem, ob man 5G dazu haben möchte, also ein SIM-Karten-Slot oder ohne auskommt und mit Stift. FE steht für Fan Edition, das heißt, wir haben hier verschiedene Farben und das Ganze hier ist in so einem Blau-Türkis-Ton, was ich hier zum Testen da hatte. Ein großer Dank geht dabei an purdroid.de, die mir das Tablet zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Schaut da gerne mal vorbei, Link natürlich in der Videobeschreibung. Purdroid ist ein riesiges Portal für Android, für Smartphones und für Tablets etc. pp. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber mal zum Galaxy Tab S7. Das Tablet ist für knapp 450, 500 Euro, je nachdem, wie man gerade so ein Angebot bekommt, im Online-Shop oder im Lokalmarkt zu haben. Das Galaxy Tab S7 FE hat ein 12,4 Zoll großes TFT-Display, das mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln auflöst. Damit ist man auf jeden Fall im Full HD Plus bzw. im 2K-Bereich. Der interne Speicher beträgt 64 GB mindestens, kann aber mit einer SD-Karte erweitert werden, mit einer Micro-SD-Karte. Und dann kann man auch bis zu 1 Terabyte Speicher hier mit dem Galaxy Tab S7 FE nutzen. FE, wie gesagt, Fan Edition, verschiedene Farben etc. pp. Ihr kennt das Spiel. Kern des Tablets ist ein Snapdragon 750G-Chip, der mit 4 GB RAM kombiniert für die entsprechende Power und Performance sorgt. Dazu kommen wir gleich. Und ansonsten haben wir auch noch einen Stift dabei, den wir nutzen können. Und wir haben die Möglichkeit, Stereo zu hören, denn das Galaxy Tab S7 FE verfügt über Stereo-Lautsprecher, die sogar Dolby Atmos fähig sein sollen. Wer dann noch mit seinem Tablet fotografieren möchte, der kann die 8 Megapixel Rückkamera oder die 5 Megapixel Frontkamera nutzen, die beispielsweise beide mit Full HD auflösen, sodass man beispielsweise ein Videocall tätigen kann mit dem Galaxy Tab S7. Ist natürlich kein Vergleich zu Smartphone-Kameras, aber in der Regel schießt man mit so einem Tablet ja auch eher kurz, vielleicht mal einen Schnappschuss oder scannt irgendwas ein, als dass man wirklich damit auf Fotografie geht. Also das habe ich persönlich noch nicht gemacht. Vielleicht für diesen Test werde ich das noch tun, damit ich euch gleich auch noch ein paar Bilder einblenden kann. Aber ja, ansonsten ist es, glaube ich, nicht so das Zielgebiet oder die Zielgruppe eines solchen Tablets. Ansonsten, wie gesagt, kann man auch eine SIM-Karte einlegen, hat dann die 5G-Möglichkeit und kann das Tablet überall nutzen. Ansonsten auch noch erwähnenswert ein Fingerabdrucksensor. Ich habe die Möglichkeit von Face-ID, beziehungsweise das heißt ja bei Galaxy, bei Samsung etwas anders, aber Gesichtserkennung habe ich da und ich habe die Möglichkeit natürlich auch sonstige Codes oder Muster als Entsperrmöglichkeit zu nutzen. Ja, das sind so die technischen Rahmenbedingungen, die wir hier mit dem Galaxy Tab S7 haben. Und beginnen möchte ich dann jetzt mit der Akkulaufzeit. Der Akku hält ca. 12 bis 14 Stunden durch, wenn man das Display dauerhaft anhat. Egal, ob man da Videos guckt oder ein bisschen Office oder Internet. Also das ist wirklich eine starke Leistung. Akku mit über 10.000 mAh, der da drin verbaut ist, natürlich auch ein riesiges Teil. Gut, das Tablet selbst ist ja auch groß und insofern passt natürlich auch ein großer Akku rein. Und damit war ich zumindest im Test sehr zufrieden, konnte also lange das Tablet nutzen und das auch ja, unter teilweise vollsten ja, Leistungsbedingungen. Insofern wirklich gutes Ergebnis, was den Akku angeht. Hier können wir dann direkt den Sprung zur Performance machen. Die Performance, wir haben hier einen Octa-Core-Prozessor drin. Und je nach Ausstattung 4 bis 6 GB RAM. Das reicht auf jeden Fall für ja, ganz normale Anwendungen, Netflix und Co., YouTube gucken, auch gleichzeitiges Arbeiten, beispielsweise ein YouTube-Video gucken und dabei Notizen machen oder sich was aufschreiben, also das funktioniert problemlos. Auch Gaming, für die meisten Spiele reicht das auf jeden Fall, allerdings muss man auch sagen, es ist ein bisschen unhandlich fürs Gaming und ich würde es auch nicht unbedingt für jede Spiele empfehlen, denn manche Spiele kommen dann da doch an ihre
Grenzen. Insofern, ja, würde ich sagen, fürs Gaming, so für das Casual Gaming, auf jeden Fall empfehlenswert, wer da wirklich High-End-Gaming betreibt. Gut, wer macht das auf dem Tablet? Ich kenne die wenigsten, aber wollen wir das jetzt mal so in den Raum stellen, da würde ich das Galaxy Tab S7 in der Fan Edition auf jeden Fall nicht unbedingt empfehlen. Das Display ebenfalls auf einem hohen Niveau, hat eine sehr, sehr schöne Farbtreue, reagiert sehr, sehr fein. Dadurch ist die Benutzung beispielsweise mit diesem Stift sehr gut. Also das funktioniert wunderbar, wenn ich mit dem Stift da drauf schreibe. Ich habe das Gefühl, ich schreibe fast wie auf einem Blatt Papier. Der S Pen, der ist natürlich auch ein sehr guter Stift. Obwohl er so klein ist, kann man damit gut schreiben bzw. auf dem Tablet sich Notiz machen oder auch malen. Auch das funktioniert gut. Auch hier ist die Performance gut und ja, das Display insgesamt sehr schön. Einziger Manko meiner Meinung nach, deswegen auch nicht für High-End Gaming gedacht, nur 60 Hertz, kein 120 Hertz Display, was dann doch schon andere Tablets in diesem Preisbereich können. Die Kamera, ja, die schießt gute Bilder, vor allem wenn man im Lichtverhältnis, in guten Lichtverhältnissen ist. Wenn die Lichtverhältnisse schwächer werden, dann sind die Bilder eigentlich kaum noch zu gebrauchen, weil sie sehr stark verrauschen und ja, einfach kaum noch Details wiedergeben. Aber wenn man so in einem guten Lichtverhältnissen Fotos macht, dann kann man damit eigentlich gut arbeiten. Natürlich kein High-End-Fotos, nicht die Top-Qualität. Ranzoomen sollte man vielleicht dann auch nicht unbedingt, aber ich sag mal so, für die Schnappschüsse zwischendurch auf jeden Fall brauchbar. Und wer jetzt beispielsweise Videocalls mit diesem Gerät macht, der wird auf jeden Fall auch zufrieden sein, denn die funktionieren auf jeden Fall mit der Kamera auch sehr gut. Der nächste Punkt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist der Klang. Wir haben hier einen Dolby Atmos Klang. Wer sich darauf konzentriert, wird das sicherlich auch erkennen, dass eben der Raumklang da ist in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, wir haben nicht nur rechts und links, sondern Dolby Atmos imitiert quasi den Raum, sodass wenn Geräusche quasi von hier rechts hinten kommen, dass das dann meinem Tablet auch eben von ja dann unten rechts quasi das Geräusch kommt. Das funktioniert soweit ganz gut. Insgesamt sind die Lautsprecher hochwertig, wobei es mir hier am Bass etwas fehlt, aber das ist meistens so bei Lautsprechern in dieser Größe. Dennoch fand ich, kann man damit auch ganz gut Videos gucken, ohne dass ich jetzt unbedingt auf externe Lautsprecher oder auf Kopfhörer umsteigen müsste. Also das hat mit dem Galaxy Tab S7 doch echt gut funktioniert. Was ich vielleicht noch als Kritikpunkt anmerken möchte, ist das Gewicht des Galaxy Tab S7. Es ist recht schwer. Hier muss man selbst überlegen, ob einem das zu schwer ist. 611 Gramm soll es wiegen. Ich glaube, auf der Waage hatte ich 609. Also ja, das sind kleinere Werte, die da unterschiedlich sind. Das kann auch immer an der Waage liegen. Ist aber insgesamt relativ schwer. Ich habe es in der meisten Zeit auf der Couch genutzt oder am Schreibtisch. Da fällt das nicht so auf. Wenn man das natürlich jetzt längere Zeit transportieren möchte, 611 Gramm, also ein halbes Kilo, ja, es ist immer noch im Rahmen sicherlich, aber im Vergleich zur Konkurrenz eben relativ schwer. Insgesamt kommen wir jetzt eben zum Fazit, finde ich das Galaxy Tab S7 wirklich ein starkes Tablet. Für 470, 480 Euro ohne 5G, etwas über 500 Euro mit 5G. Ein Tablet, was ich persönlich auf jeden Fall empfehlen würde. Ein schönes Display, sehr hell, löst farblich sehr, sehr gut auf. Ein toller Stift dabei, solide Performance und eine hohe Akkulaufzeit. Die paar Kritikpunkte, die ich angemerkt habe, damit kann ich persönlich leben. Gerade weil ich auch nicht unbedingt ein High-End-Tablet benötige. Für die Anwendungen, die ich jetzt damit genutzt habe, also das Schreiben als Office-Tablet, als Tablet, um das zwischendurch mal mehr Notizen zu machen, vielleicht auch mal um Bilder zu bearbeiten. Dafür hat es auf jeden Fall gereicht und insofern kann man das dafür definitiv empfehlen. Das war's von mir. Wollt ihr mehr solcher Videos haben, lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Euer Julian von Julians Technik-Ecke. Ciao.